Moin Leute und herzlich willkommen bei Talking Malls. Auch die heutige Flasche wird wieder vom Bolu.de bereitgestellt. Verlinkung einmal unten in der Videobeschreibung. Und heute habe ich den zweiten Bib im Tacker. Letztes Mal haben wir ja den 7-Jährigen probiert. Heute ist der 10-Jährige dran. 3 Jahre älter, nochmal eine ordentliche Schippe drüber beim Preis. Der 7-Jährige war ja schon so bei 80 Euro. Und der 10-Jährige kostet jetzt 115, 120 Euro. Boah, das ist viel Geld. Auch hier wieder Single Barrel. Diesmal mit 63,2 Volumenprozenten. Und auch hier wieder aus Tennessee, vermutlich George Dickel, ist nicht offiziell. Zweifach destilliert, Column Stills, dann Pot Stills. Und die Mischung ist auch gleich 70% Mais und dann 26% Roggen und dann 4% Gerste. Ja, hier habe ich die Nummer 44 von 161. Ja, viel mehr. Wenn ihr andere Infos noch dazu haben wollt, dann guckt einfach hier zum 7-Jährigen. Ich blende euch immer eine Verlinkung ein zu dem Video. Da habe ich soweit eigentlich alles gesagt. Hier will ich auch gucken, dass das coole Band hier vorne, das macht ja natürlich nochmal so einen extra Charme aus, erhalten bleibt. Deswegen gucke ich, dass ich hier einfach ein bisschen hier vorne abschneide. So kann das hier bleiben. Das auch noch abschneiden. Ja, auf den 10-Jährigen bin ich natürlich sehr gespannt. Der muss natürlich schon hier ordentlich nochmal Schippe drauflegen. Na, wirst du wohl abgehen? So. Der andere war auch schon schwer rauszukriegen. Ich hoffe, das kriege ich hier hin. Ja, da kommt er, glaube ich. Oder auch nicht. Ja, da habe ich ihn. Also die Korken sind ein bisschen tricky, weil die sehr tief in der Flasche drin sind und sehr schlecht zu greifen sind. Alles für den Look. Das Gute ist, das Tasting hier vom 7-Jährigen ist jetzt, ich sag mal so 15 Minuten her, 20 Minuten. Ein bisschen Zeit habe ich meiner Zunge gegönnt und ein bisschen Wasser auch getrunken. So dass ich jetzt natürlich schon einen schönen Vergleich ziehen kann. Mal gucken, also auch hier die Farbe sehr dunkel, aber auch Fassstärke und 10 Jahre im Fass ist natürlich schon ordentlich. Für einen Bourbon ist es der ganz frische, ausgebrannte Fässer. So. Der riecht schon anders. Und zwar der 7-Jährige, der hatte so eine richtig Vanille, Karamell, richtig süße Nase. Der ist jetzt zwar auch süß, aber der ist auch etwas, ja, würziger in der Nase. Da habe ich irgendwie schon so eine leichte Holznote, und zwar nicht wie beim 7-Jährigen so eine süße Holznote, sondern hier so ein bisschen Schrankwand. Hier so ein Barschrank, wie ich ihn hier habe in der Ecke. Wenn ich den aufmache, da kommt auch sowas hier raus. Vanille, Karamell natürlich auch, aber auch immer wieder so eine schöne würzige Note. So leichte Waldaromen, ein bisschen erdig. Klebstoff gar nicht bisher. Jetzt kommt wieder so Eiche und ja, so ein alkoholisierter Pflaumenkuchen, wenn es das gibt. Der so Pflaumenkuchen püriert,
mit Alkohol gemischt. Sowas kommt dir gerade raus. Aber auch nicht so süß, die Pflaumen. Boah. Der schiebt. Das ist ungewöhnlich für einen Bourbon. Ich habe ja gesagt, den Eli Craig, den mag ich auch sehr gerne. Der ist ja 12 Jahre alt sogar, also nochmal 2 Jahre älter als der hier. Aber was hier an Eiche rüberkommt, der ist auch im Geschmack ganz anders als der 7-Jährige, finde ich. Der legt schon viel, viel früher los. Haut einem richtig ins Gesicht. Richtig Eichenfracht kommt dann da schon. Erst ist er im ersten Moment leicht süßlich, dann kommt aber wieder so richtig Würze, Kräuter. Auch wieder so etwas Pfeffer. Etwas Früchte, auch wieder so, ja, könnten Pflaumen sein. Und zwar so, ja, Pflaumenwein, der so etwas trockener im Abgang wird. Jetzt bleibt so noch so eine ganz zart bittere Eiche. Ist ja amerikanische Weißeiche, ist ja meistens nicht so bitter. Man merkt aber, so leichte Eichenwürze hat man jetzt. Leichte Trockenheit, leichte Würze, zarte Bitterkeit. Schon ein langer Abgang. Boah, das war eine Achterbahn. Hätte nicht gedacht, dass der sich jetzt so gravierend unterscheidet. Also 7er, so Bonbon, Vanille, Karamell, süße Eiche und hier ist so mehr würzig Power. Also der gefällt mir ehrlich gesagt sogar einen Ticken besser. Ob das jetzt diese 35, knapp 40 Euro rechtfertigt. Dafür kann man sich schon wieder einen richtig schönen anderen Bourbon kaufen. Ich habe jetzt sogar etwas Zimt in der Nase gehabt. Zimtzucker. Ab und zu wieder dieser Pflaumenkuchen. Dann wieder diese, ja, Gewürze mit der Eiche. Probiere ich den jetzt nochmal pur. Ich glaube, ich verdünne jetzt mal. Gucken, was dann so kommt. Der 7-Jährige hat sich ja ordentlich verändert. Nicht mal gucken, was der hier macht mit ein bisschen Wasser. Wie der sich so entfaltet. Dem 7-Jährigen tat das ganz gut. Ja, da geht die Würzigkeit auf jeden Fall deutlich zurück. So leichtes Gebäck hat man jetzt, auch so getreidemäßig. Süßes Gebäck. Vielleicht in Richtung Popcorn. Aber diese würzige Eiche ist jetzt weg. Davon ist jetzt kurzzeitig der Zimt wieder stärker, aber jetzt wieder so Vanille-Karamell natürlich, im Überfluss immer noch. Ja, und jetzt kommt wieder diese Erdigkeit, leicht modrig. Boah, Pfeffer. Ordentlich Würze, jetzt wieder, boah, richtig Eichenfracht auf der Zunge.
Die belegt so richtig, macht so einen leichten Belag auf der Zunge, diese Eichenfrucht. Erst wieder dann diese leichte Süße im Mund und dann schluckt man runter und dann kommt wieder diese richtige Eichenfrucht und drückt die Süße einfach weg. Jetzt wieder diese fruchtige Trockenheit im Abgang. Bisschen Pflaumen wieder. Etwas Zimt mit Karamell. Und jetzt bleibt wieder diese würzige, trockene, leicht bittere Eiche. So leicht Schrankwand wieder. Bleibt ein bisschen Heu. So stallmäßig. Na, hier auch wieder diese, ja, eine richtige Holznote ist hier drin. Jo, der hat was. Also für mich finde ich so mit der beste, vielleicht auch der beste Bourbon, den ich bisher probiert habe. Aber 115 Euro ist schon, boah, richtig, richtig viel. Was man da an anderen schönen Bourbon sich kaufen kann. Ja, mich würde eure Meinung mal interessieren, wenn ihr den mal probiert habt, wie ihr den so findet. Und weil es ja auch der 18. Mai mein Geburtstag, der wird auch wieder eine sehr schöne Flasche hier sein. Freue ich mich auch schon drauf. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch dann beim nächsten Tasting wieder einschaltet, hier bei Talking Malls.